In Part 93 von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic sind wir da, wo wir meiner Meinung nach hingehören, nämlich wieder auf dem Territorium der Sandleute. Und wir haben die Feuchtigkeitsvaporatoren da, die der Häuptling der Sandleute möchte. Und ich habe mir gedacht, also ich bin gespannt, ob er uns auch was über die Jawas erzählt. Denn der Isis hat ja behauptet, dass die Sandleute die Jawas entführt hätten. Wahrscheinlich haben sie noch ein bisschen mehr auf dem Karpholz, unsere sandigen Freunde, aber wir werden sehen. Hallo du. Er ist nicht begeistert. Extrapolation. Der Wachposten scheint nicht begeistert zu sein, uns begrüßen zu dürfen. Sag ihm, wir haben die Feuchtigkeitsvaporatoren. Übersetzung. Übersetzung. Er wird uns zum Häuptling bringen, wie ihm befohlen wurde. Gut. Okay. Übersetzung. Er hat nicht erwartet, dass ihr wiederkommt, Meister. Er fragt nach den Vaporatoren. Sag ihm, dass wir die Feuchtigkeitsvaporatoren haben. Übersetzung. Übersetzung. Er vertraut euch nicht, Meister. Aber ihr habt mehr erreicht als jeder andere Fremde. Sie werden euch nicht angreifen und er schenkt euch seinen Gephi-Stab. Übersetzung. Sie werden die Angriffe einstellen. Außerdem dürft ihr die Enklave erkunden. Denkt aber daran, dass jede Respektlosigkeit mit dem Tod bestraft wird. Aha, ich habe Fragen an ihn. Protokoll. Wenn ihr wollt, dass dieser bedauerliche Friede hält, solltet ihr eure Worte sehr vorsichtig wählen. Danke. Fragt ihn nach der... ich möchte Informationen über die Kultur der Sandleute. So rum. Protokoll. Das ist ein sehr heikles Thema, Meister. Passt auf, was ihr fragt, um ihn nicht zu beleidigen. Nicht, dass uns das etwas ausmachen würde. Ja, dir nicht. Er soll mir von der Geschichte seines Clans erzählen. Übersetzung. Übersetzung. Er weigert sich, Meister. Es gibt in jedem Clan einen Geschichtenerzähler. Nur er darf die Geschichten rezitieren. Ah, okay. Frag ihn, ob wir den Geschichtenerzähler treffen können. Übersetzung. Übersetzung. Er sagt, ihr versteht nicht. Die Geschichten dürfen von niemandem erzählt werden, der sie falsch wiedergeben könnte. Übersetzung. Die falsche Nacherzählung ist ein blasphemischer Akt, der mit dem Tode bestraft wird. Nur ihre besten Krieger dürfen die Geschichten hören. Ah, okay. Wie kann ich beweisen, dass ich ein würdiger Krieger bin? Übersetzung. Übersetzung. Er weiß es nicht, Meister. Normalerweise tötet sein Volk Fremde. Da ihr selbst ein Fremder seid, wäre das nicht ausreichend. Übersetzung. Die größte Herausforderung für einen Krieger ist der Kampf mit einem Quaid-Drachen. Besiegt einen Drachen und bringt ihm als Beweis eine Drachenperle. Abscheu. Er macht sich über euch lustig, Meister. Er glaubt nicht, dass ihr dazu fähig seid. Na gut, wo kann ich einen Quaid-Drachen finden? Übersetzung. Übersetzung. Im östlichen Dünenmeer lebt ein solcher Drache. Er sagt, gegen ihn habt ihr keine Chance. Hier ist eine Karte der Gegend. Übersetzung. Es gibt einen Jäger, ein Twi'lek. Vielleicht kann er euch helfen. Was ist eine Drachenperle? Übersetzung. Übersetzung. Steine, die im Schlund der Bestie poliert werden. Offenbar sind sie sehr wertvoll. Warum sind sie Fremden gegenüber so feindselig? Übersetzung. Übersetzung. Die Tatsache, dass ihr das fragt, ist nur ein weiteres Beispiel eurer Ignoranz, Meister. Er sagt, ihr seid blind. Übersetzung.
Sein Volk glaubt, ein Teil dieses Landes zu sein. Ihr und euresgleichen wagt es, euch über das Land zu stellen. Ihr habt euch distanziert. Übersetzung. Dadurch werdet ihr zu Fremden und ignoriert alles Wichtige. Ihr merkt nicht einmal, dass ihr unerwünscht seid. Ich frage ihn, frag ihn, was er damit meint, wenn ich mich über das Land erhebe. Übersetzung. Übersetzung. Die Fremden benutzen Maschinen, um sich zu bewegen und um ihr Leben zu erleichtern. Sie entfremden sich von diesem Land. Übersetzung. Die Verbindung zur Erde muss durch das Fleisch erfolgen. Nur ein heiliges Tier darf als Hilfsmittel dienen. Frag ihn, warum er Feuchtigkeitsvaporatoren haben wollte, wenn sie doch so unnatürlich sind. Übersetzung. Übersetzung. Er sagt, die Verwendung dieser gotteslästerlichen Geräte wird nur geduldet, weil sie von außen oktroyiert wird. Übersetzung. Wäre eure Rasse nicht hier, müsste er weder seine Bräuche noch sein Land verteidigen. Wer hat der Kontakt mit dem Land, wenn er doch völlig von seinen Roben bedeckt ist? Übersetzung. Übersetzung. Die Gewänder sind heilig, Meister. Er sagt, ihr würdet es nicht verstehen. Sandleute sind niemals nackt, bis auf wenige private Augenblicke. Nie, nicht mal im Tod? Übersetzung. Übersetzung. Niemals. So will es die Tradition, Meister. Ich sag erst das. Soll ich das sagen? Sag ihm, ich entschuldige mich dafür, seine Kriege enthüllt zu haben. Protokoll. Ist das klug, Meister? Vielleicht halten Sie eure Verkleidung für eine schlechte Kopie und ahnen nicht, dass ihr sie den Toten gestohlen habt. Ich bin gespannt, was passiert. Nein, das sagen wir ihm lieber nicht. Da hat er vollkommen recht. Zurück zu meinen anderen Fragen. Protokoll. Wir sollten ihn nicht zu lange aufhalten. Es ist eine Beleidigung, ihn über Gebühr zu beanspruchen. Wir könnten ihn natürlich auch atomisieren. Frag ihn nach der Sternenkarte. Übersetzung. Übersetzung. Er meint, ihr hättet schon eine Karte des östlichen Dünenmeers. Dort findet ihr angeblich die Sternenkarte. Übersetzung. Seine Leute haben es gefunden, aber nicht geborgen, weil am Fundort ein Quaid-Drache lebt. Okay. Zurück zu meinen anderen Fragen. Protokoll. Wir sollten ihn nicht zu lange... Ja. Frag ihn nach Gefangenen. Klarstellung. Stellt eure Frage präziser, Meister. Sie machen sehr viele Gefangene. Frag ihn, ob er von den Javas weiß, von denen uns Isis erzählt hat. Übersetzung. Übersetzung. Die gefangenen Javas sind Sklaven. Er braucht sie nicht mehr. Ihr könnt sie haben, wenn ihr wollt. Gut. Frag ihn, ob er von Missions Bruder Griff weiß. Übersetzung. Übersetzung. Er sagt, dieser Griff entweiht ihre Heimat und ihr Land allein durch seine Gegenwart. Er ist für sie ohne jeglichen Nutzen. Yep, das klingt nach Griff. Extrapolation. Ich nehme an, dass wir ihn mitnehmen dürfen. Vermutlich machen sie sich nicht einmal die Mühe, ihn zu töten. Soll ich das erledigen, Meister? Zurück zu meinen anderen Fragen. Protokoll. Wir sollten... Ja. Seine Lustigkeit hat ein Ende gefunden, Töti. Sag ihm, lebt wohl und wir kommen später wieder. Übersetzung. Übersetzung. Wir dürfen gehen. Sehr nett von ihm. Wir haben viel bekommen heute. Gut. Kriegersandleute. Alles klar. Holztür. Oh, wir sind jetzt hier bei den Sandleuten. Weidenkorb der Sandleute. Da werden wir uns jetzt mal nicht irgendwie... Holztür. Krieger, Sandleute. Oh,
Das hier ist ja ein richtiges Labyrinth. Okay. Was ist das? Oh, die Javas. So, es müssen sein, ja. Die Sandleiter haben gesagt, ihr könnt gehen. Lauft nach Anchorhead. Ich muss euch ein paar Fragen stellen. Ich frag mal ein paar Sachen. Ich suche nach etwas, nach einer Sternenkarte. Mhm. Die Sandler haben gesagt, ihr könnt gehen. Lauft nach Anchorhead. Okay. Gut, wir werden dann mit Isis reden. Okay, Tagebucheintrag. Ein fairer Handel. Tatooine gefunden. Ja, was in der Enklave der Sandleute waren dir für ihre Befreiung sehr dankbar. Sie haben versprochen, dass dich Isis, ihr Häuptling, reich belohnen wird. Er wartet an den Toren von Anchorhead auf dich. Sternenkarte. Der Häuptling der Sandleute behauptet, dass du die Sternenkarte in einer Höhle im östlichen Dünenmeer findest. Dummerweise lebt in der Höhle ein Great-Drachen. Ein würdiger Zuhörer. Du interessierst dich für die Geschichte der Sandleute. Leider verlangt der Häuptling, dass du dich als Krieger beweist, bevor du mit dem Geschichtenerzähler sprechen darfst. Bring ihm eine Drachenperle, vielleicht kann sie ihn umstimmen. Aha. Okay. Holztür. Müllhaufen, mittelgroß. Zerstörter Druide. Wer hält das leer? Hm. Alles mitgenommen. So. Da waren wir noch nicht. Sandleute. Krieger-Sandleute. Hm, okay. Esse. Okay. Wir sind immer noch nicht irgendwo da, wo wir mal waren. Kleiderhaufen. Bantafutter. Okay. Da waren wir schon. Okay. Okay, ich schau mal auf die Karte, Leute. Ah, nicht aufs Tagebuch, auf die Karte. Oh. Wo geht's da lang? Kartenhinweis, Ausgang. Kartenhinweis, Zimmer des Häuptlings. Kartenhinweis, Gefangene. Oh. Kartenhinweis, Gefangene. Die Javas haben wir befreit, aber ich möchte nur gucken, ob wir Griff noch finden. Ah, hier. Links, das haben wir geöffnet. Rechts haben wir nicht geöffnet. Holztür. Griff. Aha. Heda, ich bin ein hochrangiger Beauftragter der Cherka Corporation. Es gibt eine große Belohnung, wenn ihr mich nach Anchorhead zurückbringt. Griff, erkennst du mich nicht? Ich bin es, Mission. Mission, bist das wirklich du? Ich hörte von der Zerstörung von Taris. Ich dachte, du wärst tot. Oh, was für eine Freude. Mein kleines Schwesterchen lebt. Ich muss dich was fragen, Griff. Es ist wichtig. Ich habe Lena getroffen. Sie hat gesagt, dass es deine Idee war, mich auf Taris zurückzulassen. Das ist doch nicht wahr, oder? Nun ja, es gibt die Wahrheit und dann gibt es die Wahrheit, wisst ihr? Ich hatte immer vor, nach Taris zurückzukehren, Schwesterchen. Sobald ich genug Credits zusammen gehabt hätte, um meine Schulden zu bezahlen. Aber die Credits waren eben nicht so leicht aufzutreiben. Es stimmt also? Es war deine Idee, mich zurückzulassen? Ich bin deine Schwester. Wie konntest du das tun? Komm schon, Schwesterchen. Du brauchst mich doch nicht mehr, damit ich auf dich aufpasse. Du warst vielleicht jung, aber du hast schon gewusst, wie du auf dich selbst aufpassen kannst. Außerdem, jetzt bist du ja hier. Ist ohnehin alles prächtig gelaufen. Das ist alles?
Mehr hast du mir nach all den Jahren, seit du mich im Stich gelassen hast, nicht zu sagen? Ja, und dann könntet ihr mich hier bitte herausholen? Ihr seht so aus, als ob ihr einen kräftigen Kerl als Freund habt. Die Sandleute haben gesagt, ihr könnt gehen. Lauft nach Anchorhead. Ja, von hier findest du den Weg allein, oder? Schaffst du das? Was? Was willst du denn noch? Das und... Und du siehst gut aus, Schwesterchen. So, als ob es dir gut geht. Finanziell, meine ich. Sag mal, könntest du mir ein paar Credits borgen, damit ich wieder auf die Beine komme? Du bittest mich um Geld? Das gibt's doch nicht. Lena hatte recht. Wir hätten dich den Sandleuten überlassen sollen. Ich will dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Das ist nicht gut gelaufen, was? Schwesterchen war schon immer ein bisschen zu heißblütig. Nun ja, sie wird sich beruhigen. Seid euch da nicht so sicher. Das war ehrlich gesagt genau das, habe ich mir auch gerade gedacht. Und was jetzt, Griff? Gibt es eine Belohnung für eure Rettung? Nein, ich sag erstens. Ah, sie wird sich schon fangen. Wir haben uns schon vorher öfter gestritten. Schade eigentlich. Ich hätte momentan wirklich ein wenig Hilfe benötigen können. Ihr habt vielleicht mein Leben gerettet, aber leider verfüge ich nicht über einen einzigen lausigen Credit. Hey, könnt ihr mir vielleicht ein paar Credits borgen? Nur so lange, bis ich wieder was auf die Beine gestellt habe, ja? Sicher doch, hier sind 100 Credits. Sicher, hier sind 50 Credits. Tut mir leid, aber ich kann keine Credits erübrigen. Vergesst es, ihr seid nichts als ein Schnodder. Ich sag drittens, das ist am diplomatischsten. Hä? Ach, ich schätze, ihr habt auch mit Lena gesprochen. Und das ist schon in Ordnung so. Ich werde auch ohne eure Credits durchkommen. Ich finde immer einen Weg. Abgesehen davon habe ich bereits einen Job, der auf mich wartet. Greta, der Manager im Cherka-Lagerhaus, hat gesagt, ich könnte für ihn arbeiten, wenn ich mal keine Lust mehr hätte, in den Minen zu schuften. Ich denke, ich werde sein Angebot annehmen. Wisst ihr, vielleicht könnt ihr mir ja noch auf eine andere Art helfen. Ich muss erst noch mit einem Typen sprechen und die Details abklären, aber wenn ihr an einer lukrativen Sache interessiert seid, kommt doch mal zu Greta's Laden und sprecht mit mir. Tschüss, Mission. Ich bin froh, dass du noch lebst. Verzieh dich. Ich bin froh, dass wir Missions Bruder, Griff und Mission haben sich endlich wiedergefunden. Allerdings trägt Mission ihrem Bruder immer noch nach, dass er sie auf Taras zurückgelassen hat. Und noch etwas. Griff möchte sich mit ihrem Lagerhaus der Checker Corporation über ein mögliches Geschäft unterhalten. Das glaube ich nicht, dass wir das tun werden. Er war überrascht, dass du den Vaporatoren zurückgebracht hast. Er verspricht dir... Okay. Gut. Dann würde ich sagen... Können wir gehen? Ich glaube, wir haben jetzt hier alles gesehen, oder? Ja, das schaut gut aus. Weiß zwar jetzt nicht, wo dieser Geschichtenerzähler sein soll, aber... Wenn wir mit der Perle kommen... Da läuft der Griff. Oder ich würde eher sagen, sprintet. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg zurück zu Isis. Leute, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich bei Isis wieder. Bis gleich. Kleiner Umweg, Leute. Ich war es leid, das ewige Laufen. Deswegen habe ich uns nun zurück zur Ebon Hawk katapultiert. Und ich würde hier gerne... etwas probieren, nämlich ich würde Mission, nachdem wir ja jetzt ihre Mission erfüllt haben, haha, gegen Bastilla tauschen. Denn ich glaube, da wo wir hingehen, ist eine zweite Jedi-Figur und sogar noch unsere Meisterin nicht schlecht. Oh. Genchopa chawi ti chok twis yun kun watu yama kama wona henak nek bugra shak kunti chi wa chawa dong abuk shami no nok. Ich bin Bastila, ja. Ich nehme an, ihr kennt meine Mutter. Bona na kachu kicha badwang wanga kum kiba bu mulera kakin chak nawa gawa bakon dong kiba nukun nek tong abuk sha nak nong. Kann ich etwas für euch tun? Wir sind in Eile, wie ihr seht. Oh Leute, scheinbar gibt es mit Bastilla hier eine Mission auf Tatooine-Anchorhead. Werdet nicht unhöflich, Bastilla. Bastilla hat recht, wir haben keine Zeit. Natürlich erstens. Kakin cha na guat na bon kon wanakum bes chi pala mulek tonki pa na nonek tu nikton chun chun ke nemolek rabest wuf mala nibo kurk.
Das Wohlbefinden meiner Mutter? Die Umpar Dop und Krita. Akti Kondo Ona Chabachisa Wanki. Ti Toki Grantu Konchi Chan Kun Green Kanchan to Pro. Bok Wala no Bok Cha. Nichi Konchuva Kin Lorta Itakun. Ich habe meine Mutter seit der Aufnahme in den Orden nicht mehr gesehen. Wisst ihr, was geschehen ist? Hat sie etwas über meinen Vater erzählt? Genchopa chawi ti chok twis yun kun. Watu yama kama wuna henak nek. Bugra shak kunti chi wa chawa. Dong abuk shami no nok. Ich verstehe. Wisst ihr noch, wo ihr sie das letzte Mal gesehen habt? Chachika ton mulaka wata yuma ka wama honak nek. Ashanti ton unumni patoka. Wana kuna best chinga pala multonki. Wir sollten zu deiner Mutter gehen, Bastilla. Selbstverständlich. Ein Teil von mir möchte sie nie wiedersehen. Aber wenn sie wirklich krank ist, na, wir werden sehen. Okay, Leute. Zuerst Missions Bruder, jetzt Bastillas Mutter. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann um die nächste Familiengeschichte am Anfang vom nächsten Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Und hoffentlich, natürlich, geht es Bastillas Mutter gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!